Hallo liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Jo, in diesem Video heute geht es erstmal auch so ein bisschen um Frage-Antwort zu meiner neuen Serie. Und zwar werde ich öfter von meinen Schülern in meiner Schule in Paderborn oder auch per E-Mail von euch, sei es über Facebook, über meine Homepage oder auch Instagram, gefragt, wie bekomme ich einen coolen Groove zustande. Ja, da gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Es ist immer auch ein bisschen abhängig von eurem Level. Wie hoch ist zum Beispiel eure Kenntnis, was Noten betrifft, 16. Triolen, andere Taktarten, 5 Achtel, 7 Achtel. Ich würde gerne erstmal so auf die Grundbasis eingehen, die natürlich damit zu tun hat, wie bekomme ich einen Groove zum Grooven. Was ist Grooven? Da gibt es wahrscheinlich unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich für meinen Fall finde, dass zum Beispiel der eigentliche Groove eines gespielten Grooves von der Hi-Hat her rührt. Ihr könnt natürlich auch durch verschiedene, ich sag mal, Power-Sachen auf der Snare mit verschiedenen Lautstärken und auch Ghost Notes natürlich auch eine gewisse Groovigkeit da reinbringen. Aber bei einem Grundgroove ist es bei mir sehr, sehr wichtig, dass die Hi-Hat auch so ein bisschen zizzelt. Was bedeutet das Hi-Hat zizzeln? Ihr habt natürlich die Möglichkeit, erstmal, so wie ihr es vielleicht gelernt habt in der Schlagzeugschule oder auch einfach so, oder weil es euch erzählt wurde, alle Hi-Hat-Schläge gleich zu machen. Das wäre natürlich dann erstmal für eine Studioarbeit eigentlich ganz cool, aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr einen Groove ganz normal so spielt, klingt das schon alles ein bisschen statisch. Und das, ja, und davon wollen wir jetzt erstmal weg. Fangt mal damit an. Ich setze voraus, dass ihr ein paar Notenkenntnisse habt und wisst, dass diese Hi-Hat jetzt zum Beispiel 8 gespielt war in 1 und 2 und 3 und 4 und versucht mal die Viertel ein bisschen zu akzentuieren. Das heißt, entweder haut ihr mehr auf die Hi-Hat fester drauf, ein bisschen aus dem Handgelenk vielleicht, dass ihr die Schläge ein bisschen akzentuiert oder auch gegen die Hi-Hat. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, ne? Also entweder weit ausholen oder aus dem Handgelenk. Oder des Weiteren gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass ihr nicht auf die Hi-Hat schlagt, sondern gegen die Hi-Hat. Da habt ihr auch nochmal einen zusätzlichen Attack oder Effekt, um das Spielen ein bisschen ja, interessanter zu gestalten. Das heißt, wenn ihr jetzt mit diesen drei Stilen mal so ein bisschen rumprobiert, wie ihr seht, habe ich jetzt erstmal drei verschiedene Stile mit eingebaut. Einfach so drauf los, um einfach so ein bisschen auszuprobieren. Das könnt ihr natürlich auch ohne irgendwelche Regeln machen. Am Anfang, um jeden Stil so ein bisschen zu verinnerlichen und festzusetzen, solltet ihr erstmal hergehen und die Viertel, sprich die 1, 2, 3, 4 ein bisschen akzentuieren in verschiedenen Stilen, um so eine Regel reinzubekommen. Ne, am Ende des Tages ist es dann irgendwann wiederum egal, wenn ihr dann einfach mal so längere Zeit spielt. Aber irgendwie müsst ihr ja anfangen. Ich mache jetzt mal verschiedene Techniken auf der Hi-Hat, um euch zu zeigen, wie ihr so einen Grundgroove ein bisschen mehr zum Klingen bekommt. Ich fange aber an, den Grundgroove ganz normal Standard, Bassdrum auf 1 und 3 und Snare auf 2 und 4. Und fange erstmal an, die Hi-Hat ganz normal zu spielen und versuche dann mal so einen leichten Groove reinzubekommen. Wie ihr jetzt bemerkt habt, ist es natürlich auch so, dass man, wenn man schon ein bisschen trainiert ist, auch den linken Fuß ein bisschen mit einbauen kann und Hi-Hat-Öffnungen reinsetzt. Damit sollte man erstmal anfangen. Was wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt hergeht und habt ein bisschen Zeit im Proberaum und möchtet trainieren, da komme ich immer gerne wieder auf den Punkt zurück, dass wir Schlagzeuger trainieren und nicht nur üben, weil der ganze Körper natürlich irgendwo in Schwung ist. Viel wichtiger ist, dass ihr so einen Plan habt, weil es gibt sehr viele Kollegen und auch Schüler von mir, die mir erzählen, dass sie sehr lange im Proberaum sind und dann einfach drauf losspielen. Dann hat man zwar gespielt, am Ende des Tages heißt das aber nicht, dass man wirklich auch
was geübt hat. Jedes Spielen bringt natürlich was, auch an Selbstsicherheit, das ist ganz wichtig an dem Punkt. Aber ihr solltet natürlich auch einen gewissen Plan haben, was möchte ich jetzt verbessern und so weiter. Das sollte in eure ganze Aufwärmtechnik, in euren Probeablauf oder auch von mir aus auf eurem Trainingszettel alles ein bisschen draufstehen, dass ihr schon seht, dass ihr ein bisschen weiterkommt. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, dass ihr die ganze Geschichte auch aufs Reitbecken verlagert. Um Reitbecken ist es ähnlich, dass ihr halt auf das Reitbecken mit Kraft draufschlagen könnt. Das scheppert natürlich dann von hier bis Panama. Ihr könnt auch gegen das Reitbecken schlagen, dann habt ihr auch wieder so eine etwas trashigere Art. Oder ihr nehmt auch ganz stupide einfach nur die Glocke des Reitbeckens und habt dann auch schon wieder einen anderen Attack. Ich zeige euch das mal und dann hört man schon so die Unterschiede im Sound. In meinem Fall ist es natürlich relativ einfach, weil ich von Zilton aus der A-Serie einen Mega-Bell-Reit spiele. In der Größe, ich schaue mal gerade, 21. Und dieses Mega-Bell-Reit ist natürlich Programm, weil es ist tatsächlich wirklich Mega-Bell und es ist auch sehr laut und es ist sehr dominant über der ganzen Geschichte. Vielleicht habt ihr etwas leisere Becken, da müsst ihr natürlich ein bisschen akkurater draufschlagen, das müsst ihr ja für euch so ein bisschen ausprobieren. Aber wie gesagt, es gibt keine Regel und ich kann jetzt nicht sagen, dass für den einen unter euch oder den anderen das alles genauso funktioniert, weil genau das macht ja eigentlich auch gerade dieses Spielen aus, dass jeder auch so ein bisschen anders klingt. Und seinen eigenen Groove oder seinen eigenen Stil mit einbringt. Weil das, was ich jetzt gerade am Reitbecken gemacht habe, kann man natürlich auch auf einem Effektbecken oder auch auf einem Crashbecken oder auf einem Stack, auf einem Shiner umsetzen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. In dem Fall ist da eurer spielerischen Laune ist keine Grenze gesetzt. Probiert aus. Und das solltet ihr dann am Ende des Tages alles so ein bisschen verbinden. Nächster Step wäre natürlich, dass ihr dann auch hergehen könnt. Und könnt, wenn ihr diese ganzen Grundgrooves, die ihr vielleicht alle auf einem Notenblatt stehen habt, dann auch einfach nochmal die Füße mitlaufen lassen. Sprich die linke Hi-Hat. Wenn ihr dann Rechtshänder seid, spielt ihr die Hi-Hat mit links. Für die Linkshänder ist natürlich alles andersrum. Ich finde nämlich, dass die ganze Geschichte auch hier auf den ganzen Kanälen, die Linkshänder, die werden immer vergessen. Einen schönen Gruß an die ganzen Linkshänder unter euch. Alles, was ich jetzt vormache, macht ihr natürlich andersrum. Ist ja ganz klar. Tipp am Rande, versucht es aber auch mal auf einem Rechtshänder-Drumkit umzusetzen. Ihr werdet sehen, dass ich habe das auch mal ausprobiert, alles mit links zu spielen und so weiter. Dadurch, dass ich natürlich auch eine zweite Hi-Hat habe. Man kommt auf ganz neue Ideen und hat auf einmal ganz neue Abläufe, auch in einem Groove bei Filz und entdeckt auf einmal ganz neue Sachen. Es ist also, wie gesagt, nicht nur für Linkshänder oder für Rechtshänder wichtig, immer so seine Seite zu spielen, sondern probiert es auch mal andersrum, was natürlich am Ende des Tages eurer Technik, gerade auch eurem linken Fuß, für Rechtshänder oder eurer linken Hand, ganz cool ist und euch auch weiterbringt in eurer Geschwindigkeit und auch die Sachen umzusetzen. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt das dann alles miteinander verbinden. Ich mache jetzt mal einen ganz normalen Standard-Groove auch mit diesen unterschiedlichen Phrasierungen oder von mir aus auch Akzenten auf dem Reitbecken und lass auch mal die Hi-Hat mitlaufen und mache auch mal ein paar Hi-Hat-Öffnungen rein, um euch einfach mal zu zeigen, wie ihr so ein bisschen rumprobiert. Wie ihr seht, wie ihr hört, ist es eigentlich alles erstmal ganz locker gespielt und genau das ist eigentlich das Ziel dieses meines Mini-Tutorials in dem Sinne, euch auch diese gewisse Lockerheit ein bisschen nahe zu legen, dass ihr ein bisschen selbstbewusster einfach an die Sache rangeht. Natürlich ist wichtig, dass ihr immer den gleichen Aufbau habt, um auch so ein paar Sachen auszuprobieren, gerade was auch die Akzente betrifft, weil das ist natürlich dann schon, gerade auf dem Reitbecken oder auf der Hi-Hat können so 2 Zentimeter Unterschied und auch schon
beim Schlag selber. Könnt schon immens viel ausmachen, dass ihr da einfach mal so ein bisschen guckt, so, oh, was gefällt mir denn? Vielleicht habt ihr auch irgendwelche anderen Ideen, noch Effektbecken auf den unterschiedlichen Seiten, ob es rechts oder links ist. Macht die ganze Sache auch mal links rum. Und spielt einfach mal die Hi-Hat nicht mit rechts, sondern spielt die auch mal mit links, um die linke Hand ein bisschen zu trainieren, ein paar Sechzehnte mit einfließen lassen. Das wäre so jetzt der nächste Punkt. Ich zeige euch jetzt mal einen Sechzehntel-Groove, beidhändig auf der Hi-Hat gespielt, auch mit Attacks und auch mal mit unterschiedlichen Effekten, vielleicht auch mal mit dem Reitbecken, dass ihr das alles so ein bisschen aufteilt. Weil es muss tatsächlich, wenn ihr jetzt so ein Notenbuch vor euch habt, leider steht nicht immer alles da drin. Meine Meinung ist, dass man da auch mal so ein bisschen ausprobieren muss. Das Problem ist nur, was kann ich mit solchen Pattern machen? Paradiddle zum Beispiel. Ne? Die muss man nicht nur stupide auf der Snare üben, die kann man überall umsetzen. Zum Beispiel auch in einem Groove mit eurem Reitbecken und eurer Hi-Hat, indem ihr das so ein bisschen aufteilt. Und ich mache das mal in Sechzehntel, um euch einfach mal zu zeigen, was man halt aus diesen Sachen, die ich euch jetzt gerade schon im Achtelbereich gezeigt habe, auch mit unterschiedlichen Instrumenten, in dem Fall Reitbecken, Hi-Hats näher, alles noch so ein bisschen rausholen kann. Auch an der Stelle jetzt, das war einfach nur mal wild drauf losgespielt, wahrscheinlich der ein oder andere Haarkapf, ist egal. Genau das ist es ja auch, was bei euch dann irgendwann mal passieren kann, dass man einfach auch mal spontan irgendwelche Sachen versucht umzusetzen. Sei es jetzt Hi-Hat-Öffnung, sei es jetzt mal irgendwelche Sechzehntel. Ich habe auch zwischendurch mal noch eine 32 mit eingebaut und habe einfach mal so ein bisschen rumgespielt. Und am Ende des Tages werdet ihr merken, was liegt euch? Was gefällt euch? Was könnt ihr gut umsetzen? Und genau da müsst ihr dann anpacken und das dann weiter üben. Und ja, so kommt ihr im Prinzip mit unterschiedlichen Akzenten auch sehr cool an Ziel, so einen Standard-Groove einfach ein bisschen cooler klingen zu lassen. Und ja, macht das einfach mal ein paar Minuten. Vielleicht auch ein paar Stunden, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt das mit jedem vorhandenen Groove machen, der vielleicht in eurem Buch auf eurem Notenblatt steht. Ihr könnt natürlich auch einfach drauf losspielen. Wichtig ist nur, dass ihr euch timingtechnisch, das ist ganz wichtig, in eurer Komfortzone so ein bisschen bewegt. Und ja, so würde ich jetzt als erstes erstmal euch mit auf den Weg geben, einen Standard-Groove einfach ein bisschen cooler klingen zu lassen. Probier mal ein bisschen aus und lasst einen Daumen nach oben oder von mir aus auch zwei Daumen nach unten. Hinterlasst einen Kommentar, vielleicht eine Frage. Ich versuche dann auf alles Mögliche einzugehen, weil ich lese alles. Kommt mich besuchen auf www.andrehilgers.com und würde mich freuen, von euch zu lesen. Euer André.